In einem Raum mit Holzholz getäfelten Wänden. Diese ziert ein gelber Streifen mit der grau-roten Aufschrift BGW Forum 2021 sowie das dunkelblau-schwarze Logo der BGW, Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Mittig im Raum steht ein Tresen. Daran sitzt Daniela Hoffmann, Mitarbeiterin der BGW, vor einem Laptop. Sie hat schulterlanges, blond gelocktes Haar und eine Brille auf. Sie trägt eine hellblaue, kurzärmelige Bluse. Neben ihr sitzt Stefan Friebe, Diplompsychologe und Initiator des Projekts Inklusive Bildung Baden-Württemberg. Er hat blondes, welliges Haar, eine Brille auf und trägt ein graues Hemd. Johannes Münzebrock, Kompetenzfeldleiter des St. Vitus-Werk in Meppen, ist der zweite Referent dieses Panels. Er wird später den Platz von Herrn Friebe einnehmen. Herr Münzebrock hat graues Haar, einen Fünftagebart und eine Brille auf. Er trägt ein kurzärmeliges Hemd mit bunten Punkten. Sehr geehrtes Publikum, ich heiße Sie herzlich willkommen zum Plenum Beruf und Bildung im Rahmen des BGW-Forums. Mein Name ist Daniela Hoffmann und ich bin Referentin bei der BGW. Heute bin ich die Co-Moderatorin und begleite Sie durch das Plenum. Ein amerikanischer Philosoph sagte einmal, Bildung ist keine Vorbereitung auf das Leben. Bildung ist das Leben selbst. Der Philosoph Friedrich Nietzsche geht in die ähnliche Richtung und sprach davon, dass ein Beruf das Rückgrat des Lebens ist. Wie das Rückgrat des Lebens in der Behindertenhilfe aussehen kann, welche Herausforderungen und Bedarfe es dabei gibt und wie die Umsetzung gelingen kann, erfahren Sie heute hier. Ich freue mich, dafür 4 Expertinnen und Experten begrüßen zu dürfen, die in den nächsten 100 Minuten Vorträge für Sie vorbereitet haben. Sie können in den Chat während der Vortragszeit jederzeit Fragen stellen. Wir werden diese am Ende der Vorträge aufgreifen und beantworten. Beginnen wird die Vortragsreihe Herr Stefan Friebe. Herr Stefan Friebe ist Diplompädagoge, Heilpädagoge sowie Psychologe und arbeitet als Dozent für Psychologie an der Fachschule für Sozialwesen der Johannesdiakonie Mosbach. Neben seinen Lehraufträgen an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg arbeitet er unter anderem als Supervisor, freiberuflicher Psychotherapeut und moderiert persönliche Zukunftsplanung. 2018 hat Herr Friebe das Projekt Inklusive Bildung Baden-Württemberg initiiert, von dem er in seinem Vortrag aus der Werkstatt an die Hochschule berichten wird. Ja, einen schönen guten Tag. Sie wissen jetzt schon meinen Namen und etwas über mich. Herzlichen Dank, liebe Frau Hoffmann, für die Vorstellung. Ja, ich werde Ihnen das Projekt Inklusive Bildung Baden-Württemberg vorstellen. Jetzt frage ich, sehe ich meine Folie? Die sehe ich jetzt noch nicht. Es erscheint die Präsentation. Herr Friebe wechselt die Folie. Okay, jetzt gehe ich noch mal eins zurück. Hier geht's los. Das Projekt Inklusive Bildung Baden-Württemberg. Das habe ich 2016 bereits initiiert und dann geleitet. Und nach der Projektphase ist dieses Projekt dann in die Verstetigung an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg übergegangen. In meiner Tätigkeit als Dozent an der Fachschule und als Lehrbeauftragter an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg unterrichte ich seit vielen Jahren zu den Themen Selbstbestimmung, Teilhabe und über die Bedeutung, die Expertinnen und Experten in eigener Sache haben. Niemand kann mehr über Barrieren im Alltag und ganz allgemein darüber berichten, was es bedeutet, mit Behinderung zu leben, als die Betroffenen selbst. Es hat tatsächlich eine Weile gedauert, bis mir klar geworden ist, dass da in meinen Lehrveranstaltungen etwas nicht stimmt. Haben Sie es gemerkt? Natürlich. Wie kann ich über Expertinnen und Experten in eigener Sache reden und über ihre Forderung, nichts über uns, ohne dass diese Experten selbst vor Ort sind. So habe ich begonnen, Menschen, die als behindert gelten, in meine Veranstaltungen einzuladen, damit sie aus ihrer Perspektive über ihre Erfahrungen und ihre Lebenswelten berichten. Was für eine Bereicherung. Die Studierenden erhielten in den Hochschulseminaren Einblick in die Lebenswelten behinderter Menschen von ihnen selbst. Sie erfuhren zum Beispiel, wie es ist, in einer Wohnstätte zu leben mit Menschen, die man sich nicht selber ausgesucht hat und einem Tagesablauf, auf den man nur sehr bedingt Einfluss nehmen kann. Für etliche Studierenden war es tatsächlich das erste Mal,
dass sie von solchen Erfahrungen aus erster Hand hörten. Im Dialog konnten sie Fragen stellen, die sie vielleicht schon immer einem Menschen mit Behinderung stellen wollten, aber nie die Gelegenheit dazu hatten oder einfach nicht den Mut dazu. Neben dem Austausch von Erfahrungen und Informationen wurde mir ein weiteres deutlich. In diesen Seminaren kam es zu echten und ehrlichen Begegnungen. Selbst das war für viele Studierenden neu. Sie hatten auf ihren Lebens- und Bildungswegen bisher kaum oder gar keinen Kontakt zu Menschen mit Behinderung. Und nun kam es zu Interaktionen und zum Dialog. In diesen Seminaren begegneten sich Menschen mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe. Sie arbeiteten zusammen, sie entdeckten Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihrem Leben. Sie sprechen über Barrieren in ihren Lebenswelten, über Barrieren in den Köpfen und sie erleben, wie Inklusion funktionieren kann. Ein ganz neuer, ein ganz praktischer Zugang zur Inklusion, fernab von aller Theorie. Mir wurde klar, dass diese Bildungsveranstaltungen auf praktischer Erfahrung basiert maßgeblichen Einfluss auf die pädagogisch-professionelle Haltung der Studierenden haben können. Dass sie eine Grundlage für ein gutes Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung in der Ausbildung legen kann. Diese Erfahrungen haben mir deutlich gemacht, wie viel Potenzial in diesen Veranstaltungen steckt. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass dies ein erster richtiger Ansatz ist, aber diese sporadischen Seminare noch nicht wirklich das Potenzial entfalten, das in ihnen steckt. Es waren vor allem zwei Dinge, die aus meiner Sicht überhaupt nicht zufriedenstellend gelöst waren. Erstens, die eingeladenen Personen sind zwar Expertinnen und Experten in eigener Sache, aber keine ExpertInnen in Bildungsarbeit. Das heißt, sie sind nicht geschult, tatsächlich kompetent Lehrveranstaltungen zu leiten. So musste ich als leitender Dozent meist moderieren, liefen viele Gespräche und der Austausch über mich und das störte wiederum die direkte Interaktion zwischen den Studierenden und den Menschen mit Behinderung. Das war schade. Und zweitens war für die eingeladenen Personen die Veranstaltungen, so viel sie ihnen auch Spaß gemacht haben, oft eine zusätzliche Belastung. Sie mussten sich in ihrer Freizeit darauf vorbereiten und mussten unter Umständen einen Urlaubstag in der Werkstatt einsetzen. Und ihr Lohn? Sie erhielten sicher immer einen freundlichen Applaus, aber dann gab es vielleicht noch eine Tafel Schokolade, aber das ist nicht das, was sie meines Erachtens ihrer zugedachten Rolle entsprechend entlohnen würde und auch nicht dem großen Nutzen, die diese Veranstaltungen haben, entspricht. Auf der Grundlage meiner Erfahrung begann ich ein Curriculum für eine Qualifizierung zu entwickeln. Die Idee war, an Bildungsarbeit interessierte Menschen mit Behinderung zu gewinnen, die über Schulungsmaßnahmen befähigt werden, möglichst eigenständig Seminare an Fach- und Hochschulen zu leiten. Und dass ihre Veranstaltungen auch in irgendeiner Weise vergütet werden. Im Rahmen meiner Arbeit an diesem Curriculum und meiner Recherchen stieß ich dabei auf ein Projekt, das ein knappes Jahr vorher in Kiel gestartet war und eigentlich genau den gleichen Grundgedanken verfolgte, nur noch etwas größer dachte. Träger dieses Projekts war die Stiftung Drachensee. Daraus hervorgegangen ist dann ein Institut für inklusive Bildung. Die Kontakte nach Kiel waren ungeheuer bereichernd, angenehm und höchst effektiv. Innerhalb eines halben Jahres waren die Grundlagen geschaffen, ein neues, eigenständiges und nun landesweites Projekt ins Leben zu rufen, die inklusive Bildung Baden-Württemberg. Mein Arbeitgeber, die Fachschule für Sozialwesen der Johannesdiakonie, wird Bildungsträgerin des Projekts. In Kooperation mit dem Institut für inklusive Bildung und vor allem gelingt es uns, die Dieter-Schwarz-Stiftung als Förderer des Projekts zu gewinnen. Darüber hinaus werden die Pädagogische Hochschule Heidelberg und die Evangelische Hochschule in Ludwigsburg erste Hochschulpartner des Projekts. Die Ausschreibung für die Teilnahme am Projekt richtet sich an Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen,
die in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen arbeiten. Das Label geistige Behinderung war uns wichtig, auch wenn wir dann in den Seminaren und Vorlesungen dieses Label auch sehr kritisch betrachtet haben. Aus über 40 Bewerberinnen und Bewerbern wurden in einem dreitägigen Auswahlverfahren 6 Teilnehmende für die Qualifizierung ausgewählt. Im Oktober 2017 beginnt die Vollzeitqualifizierung. Die Teilnehmenden behalten ihren Status als Werkstattmitarbeitende und sind so weiterhin sozial- und rentenversichert, sind aber für die komplette Zeit der Qualifizierung von ihrer Werkstattarbeit freigestellt. Die Qualifizierung läuft entlang eines Modulhandbuchs mit verschiedenen Bausteinen, Qualifizierungszielen, Inhalten und Prüfungsanforderungen. Inhaltlich werden beispielsweise die Arbeits- und Bildungssysteme behandelt, damit sich die Teilnehmenden in dem Schul- und System und dem Bildungssystem verorten können. Es ging uns also darum, dass die Teilnehmenden nicht nur über ihre eigenen Geschichten erzählen, sondern dass sie ihre Geschichten auch auf dem Hintergrund unserer gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verstehen. Dazu kommen Themen aus den Bereichen Gesellschaft, Politik, Recht und Partizipation, sowie natürlich die Vermittlung von Methoden, Instrumenten und Techniken der Bildungsarbeit. Kernelement ist das Praxismodul. Die Teilnehmenden bereiten Bildungsveranstaltungen inhaltlich und methodisch vor, führen diese bereits nach einem halben Jahr Qualifizierung an den Hochschulen durch und evaluieren und reflektieren ihre Leistungen für die weitere Bildungsarbeit. Die Hochschulen sind also schon während der Qualifizierung das zentrale Praxisfeld. Dort werden zunehmend selbstständige Bildungsleistungen erbracht. Eine pädagogische Qualifizierungsleitung schult die Teilnehmenden und assistiert ihnen. Nach und nach begibt sich die Qualifizierungsleitung auch in den Veranstaltungen aus der Rolle der Co-Moderation in die der reinen Assistenz. Von Anfang an war ein zentrales Ziel des Projekts, die Bildungsarbeit der Expertinnen und Experten in eigener Sache langfristig an Fach- und Hochschulen zu implementieren. Also nicht als ein nettes Nice to have, sondern als verbindliche Veranstaltungen innerhalb bestimmter Studiengänge. Um dies zu erreichen, sind wir Kooperationen mit entsprechenden Fach- und Hochschulen eingegangen und haben als Kooperationsbedingung festgelegt, dass die von den Bildungsfachkräften angebotenen Seminare und Vorlesungen tatsächlich langfristig fester Bestandteil der Curricula in den Ausbildungsgängen werden. Die kooperierenden Hochschulen haben sehr schnell die Chancen und die Potenziale erkannt, welche die Bildungsveranstaltungen der ErfahrungsexpertInnen bieten. Sie sind eine ideale anwendungsorientierte Ergänzung zu fachwissenschaftlichen und theoretischen Themen der regulären Veranstaltungen der Hochschule. Und, wie ich es bereits in meinen ersten sporadischen Versuchen bemerkt habe, schafft, festigt und entwickelt sich im direkten Kontakt mit den Bildungsfachkräften eine sehr positiv professionell berufliche Haltung der Studierenden, nicht nur zum Thema Inklusion, sondern es wird tatsächlich die Grundlage für ein gutes Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung geschaffen. Damit Sie einen kurzen Einblick in diese Arbeit der Bildungsfachkräfte bekommen, habe ich ein kleines Video zusammengeschnitten, das aus verschiedenen Beiträgen im Fernsehen oder auch aus unserem Imagefilm zusammengestellt ist. Und so erleben Sie die Bildungsfachkräfte auch noch einmal. Eine Brünette mit Brille. Ich berichte über mein Leben, über die Schulzeit und wie es in der Werkstatt war. Also die Studierenden haben uns die Rückmeldung gegeben, dass das Seminar spannend war, humorvoll und sehr gut vorbereitet. Ich gehe in die Uni und versuche, meine Erfahrungen möglichst gewinnbringend rüberzubringen, sodass die Studierenden davon möglichst viel profitieren können. Ein Älterer in rotem Poloshirt.
Meine Motivation war, ich will ein bisschen was verändern, anderen Leuten zeigen, dass wir Behinderte auch was können. Also, Helmut. Was bedeutet für euch eine erfüllte Freizeit? Sitzt im Rollstuhl. Der Heidelberger ist einer von 6 Bildungsfachkräften mit geistiger Behinderung. Seit diesem Semester geben sie Seminare an der Pädagogischen Hochschule. Sie bringen angehenden Grund- und Realschullehrern bei, was Inklusion bedeutet, ganz praktisch am eigenen Beispiel. Das Thema heute: Freizeit und Reisen im Rollstuhl. Aber wie ist es denn im ICE? Gibt es da überhaupt eine Rampe? Da gibt es einen einzigen Wagen. Das ist der Wagen 9 im ICE. Und wenn man da einen Platz kriegt, kann man als Rollifahrer mitfahren, wenn nicht. Also das heißt, musst du ein halbes Jahr vorher buchen. Halbes Jahr? Ja, bis zum halben Jahr. Also kann man ja gar nicht als Gruppe im Endeffekt reisen. 6 Seminare haben die 9 Dozenten inzwischen gehalten und sie haben die Studenten überzeugt. Also ich bin überrascht, wie gut es alles funktioniert. Auch wie ich habe das Gefühl, wir haben alle davon einen riesigen Gewinn. Wir freuen uns auch, glaube ich, alle immer ziemlich drauf. Es ist toll, einfach nicht über die Behinderten zu reden, sondern mit ihnen zu reden. Sonst hat man immer so von den Eltern also eingetrichtert bekommen, nee, du darfst nicht gucken, du darfst nicht fragen. Und hier darf man's. Und das bringt einen total weiter. Die haben sich nicht immer getraut, uns richtig beim ersten Mal richtig anzuschauen. Helmut. Teilweise hat den Kopf runter. Und jetzt ist es auf Augenhöhe. Zurück im BGW-Forum. Herr Friese? Parallel zur Qualifizierung und Bildungsarbeit habe ich mich als Projektleiter sehr intensiv um Kontakte in die Politik und zur Verwaltung gekümmert. Neben dem persönlichen Austausch war auch hier immer unser Bestreben, nachhaltige Prozesse und Strukturen zu etablieren. Von Beginn an gibt es zum Projekt ein begleitendes Gremium, das sogenannte Vernetzungsforum. Dort sind Akteure aus Selbstvertretung, Wissenschaft, Politik und Verwaltung vertreten. Die Zahl der Mitglieder im Vernetzungsforum steigt im Laufe des Projekts zunehmend. Neben den anwachsenden Kooperationen mit Partnerinnen aus dem Hochschulbereich sind insbesondere der Kontakt in das Sozial- und Wissenschaftsministerium für unser Projekt und die von Anfang an angestrebte Verstetigung des Vorhabens von zentraler Bedeutung. Ein Meilenstein auf dem Weg zur Verstetigung stellt eine von uns veranstaltete Arbeitskonferenz im Dezember 2018 dar. Anwesend sind die Wissenschaftsministerin Frau Theresia Bauer sowie Rektorinnen und Rektoren von 11 Hochschulen in Baden-Württemberg. Neben Informationen zum aktuellen Stand des Projekts, der erfolgreichen Bildungsarbeit der Bildungsfachkräfte, stellen die HochschulvertreterInnen ihre ganz konkreten Bedarfe an Bildungsveranstaltungen mit den Bildungsfachkräften vor. Die Ministerin erhält so einen Eindruck, welche Bedeutung die Hochschulen im Land den von uns angebotenen Veranstaltungen zumessen. Außerdem wird deutlich, dass langfristig tatsächlich ein hoher Bedarf an diesen inklusiven Bildungsveranstaltungen besteht und dieser Bedarf in Zukunft voraussichtlich noch wachsen wird. Das alles spricht für eine dauerhafte Verstetigung des Vorhabens. Um sich selbst einen Eindruck von der Bildungsarbeit zu machen, nehmen im Sommer 2019 die Wissenschaftsministerin, der Minister für Soziales, Gesundheit und Integration, die Landesbehindertenbeauftragte sowie weitere Abgeordnete des Landtags an einem öffentlichen Vortrag der Bildungsfachkräfte teil. Und die Bildungsfachkräfte haben die Politikerinnen und Politiker offensichtlich überzeugt. Die außerordentlich positiven Rückmeldungen von Seiten Studierender und Lehrender, die sich engagiert für eine Verstetigung des Projekts positionieren, sowie die bundesweit hohe Resonanz in der allgemeinen wie in der Fachpresse, werden das Übrige dazu beigetragen haben. Im Dezember 2019 bewilligt der Landtag Baden-Württemberg Mittel zur Gründung eines Zentrums für inklusive Bildung an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Im Sommer 2020 bestehen alle 6 Teilnehmenden der Qualifizierung ihre Abschlussprüfung zur Bildungsfachkraft. Und im Oktober 2020 wird in einer feierlichen Veranstaltung das Annelie-Wellensieg-Zentrum für inklusive Bildung an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg eröffnet.
Die Bildungsfachkräfte erhalten dort unbefristete, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Damit wechseln erstmals, soweit mir bekannt ist, wirklich weltweit erstmals Menschen, die als kognitiv beeinträchtigt gelten, aus dem Werkstattbereich auf einen wissenschaftlichen Arbeitsplatz an einer Hochschule. Mit ihrer Expertise in eigener Sache leisten sie nun einen dauerhaften Beitrag in der Hochschulwelt. Darüber hinaus wird ihre Bildungsarbeit nun auch wissenschaftlich evaluiert. Dazu werden am AWZIP weitere Stellen geschaffen. Neben einer pädagogischen Leitung und einer Stelle für Koordination sind dies insbesondere eine W1-Professur sowie 4 Doktorandenstellen angelegt auf die nächsten 6 Jahre. Die Forschungsvorhaben bearbeiten dabei unter anderem die Wirkung der Bildungsarbeit auf die Studierenden und die Bildungsfachkräfte selbst sowie die Evaluation und Weiterentwicklung der Bildungsangebote der Qualifizierung. Das heißt, die Bildungsfachkräfte sind, da auch die Forschungsvorhaben partizipativ angelegt sind, das heißt, sie nehmen selber daran teil, nicht nur als Forschungsobjekte, sondern Subjekte, sind damit die Bildungsfachkräfte vollwertige, gleichberechtigte Mitarbeitende an der Hochschule in Lehre und Forschung. Aus der Werkstatt an die Hochschule, ein Weg, den viele nicht so für möglich gehalten haben. Ein Weg, der neue Horizonte eröffnet für Menschen mit Behinderungen, für Studierende, angehende und ausgebildete Fach- und Führungskräfte und für unser Bildungssystem bis hinein in den tertiären Bildungssektor. Und letztlich ein neuer, ein weiterer und nachhaltiger Weg für ein gelingendes Zusammenleben und Lernen von Menschen mit und ohne Behinderung. Mail stefanfriebe@gmx.de. Stefan mit PH. Relativ knapp. Wenn noch Fragen sind, kann ich die beantworten. Ansonsten würde ich diese auch schriftlich beantworten. Sie sehen hier meine Kontaktdaten eingeblendet. Schreiben Sie gerne an mich. Oder besuchen Sie mich auf meiner Website. Ich werde alle eingehenden Fragen sehr gerne auch schriftlich beantworten. Die Zeit reicht jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ja, doch, sie hat noch 3 Minuten. Oh, also, wenn jemand noch ganz dringend eine Frage loswerden möchte an Herrn Friebe, dann bitte jetzt in den Chat einfach reinschreiben, sodass wir diese Frage dann dem Herrn Friebe gleich hier vor Ort stellen können. Also scheuen Sie sich nicht, ansonsten hat Herr Friebe es schon erwähnt, können Sie ihn gerne auch danach kontaktieren. Frau Hoffmann schaut auf den Laptop. Ja, ich sehe, es kommt nichts mehr rein, Herr Friebe. Wollen Sie noch ein Abschlusswort sprechen oder sind Sie soweit durch? Dann würden wir überleiten zum nächsten Referenten. Vielen Dank. Herr Friebe macht dem nächsten Referenten Platz. Ja. Als nächsten Referenten darf ich Herrn Johannes Münzebrock begrüßen. Herr Münzebrock ist Kompetenzfeldleiter für berufliche Qualifizierung und Teilhabe am Arbeitsleben des St. Vitusberg, eine Gesellschaft für heilpädagogische Pflege. Neben seinen Qualifikationen in der Transaktionsanalyse und der themenzentrierten Interaktion ist Herr Münzebrock Fachauditor, Coach, Kriseninterventionshelfer und Notfallseelsorger. In seinem Vortrag wird er neue Wege durch Akkreditierung in der beruflichen Qualifizierung am Beispiel von Qualifikationsabschlüssen zum Handwerksgehilfen und zur Hilfskraft thematisieren. Herzlich willkommen, Herr Münzebrock. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier ein wenig erzählen darf über die Qualifizierung zum Handwerksgehilfen. Das ist eine Aktion, die vor 5, 6 Jahren begonnen hat. Und die ihren Ursprung hatte, ich habe hier mal so ein schönes Bild mitgebracht, dass mich Teilnehmer immer wieder angesprochen haben, Mensch, warum, auch wenn wir den Berufsbildungsbereich besuchen, warum können wir nicht Abschlüsse machen? Warum gibt es für uns nicht irgendeine Bezeichnung, mit der wir in die Welt gehen können und zeigen können, was unsere Leistungsfähigkeit ist? Es gibt an vielen Stellen in den Einrichtungen selbst kreierte Zertifikate, aber richtig anerkannte gibt es nicht. Und ich habe gerne dieses Bild von Herrn Hubbe, der nochmal sagt, ich bin behindert, holt mich hier raus, weil es schon ein ziemlicher Urwald an Maßnahmen und unterschiedlichen Fördermöglichkeiten gibt, aber
nichts, was irgendwie kammermäßig anerkannt ist. Ich habe das sehr ernst genommen und das hat mich auch lange nachdenklich gestimmt, wie kann man so etwas überhaupt umsetzen. Denn die berufliche Bildung hat sicherlich durch die UN-Konvention oder auch durch die HEGA, eine Reform des Berufsbildungsbereiches, eingeleitet. Und wir haben überlegt, ja, wie kann man jetzt auch etwas schaffen, was diesen Teilnehmern, die bei uns in diesen Maßnahmen sitzen, auch wirklich hilft. Weil es gibt keinen Berufsabschluss und es gibt auch keine Berufsbezeichnung. Und wir haben uns im Haus viel darüber unterhalten und auch überlegt, wie so etwas sein kann. Und wir haben auch im deutschen Qualifizierungsrahmen geguckt, überall sind diese Menschen nicht erwähnt. Und wir haben in der Bundesrepublik, wenn ich die Zahl richtig habe, fast 9 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung. Und ein Großteil dieser Leute ist dieses verwehrt. Und unsere Teilnehmer, das möchte ich nochmal deutlich sagen, haben sich ihre Situation nicht ausgewählt und würden sich gerne an der einen oder anderen Stelle mit ihrer Leistungsfähigkeit zeigen. Und nicht irgendwo anstellen oder reingehen müssen und sagen müssen, ich komme von der Lebenshilfe oder ich komme vom Vituswerk oder ich komme von der Caritas oder so, sondern dass sie einfach auch die Chance bekommen, losgelöst von einer Einrichtung zu sagen, hier bin ich, das ist meine Leistungsfähigkeit, diesen Abschluss habe ich erworben und damit möchte ich mich gerne hier in diesem Betrieb bewerben. Unsere Vision war also, zu gucken, wie kann man eine Berufsbezeichnung finden, die dem Teilnehmer auch, ja, die ihm zusteht und die auch passt. Und wir haben dann mit der Kammer lange diskutiert und haben uns auf die Begriffe, bei der Handwerkskammer ist es der Handwerksgehilfe, weil es schon noch ein alter, traditioneller Begriff ist, den viele Handwerker auch noch kennen und auch heute noch gängig sind. Und bei der Landwirtschaftskammer haben wir uns auf den Titel Hilfskraft geeinigt, genauso wie bei der IAK. Und wir wollten auch Begriffe finden, die nicht irgendetwas verschönen, auch nicht etwas verdecken, sondern einfach auch deutlich machen, ich bin Handwerksgehilfe, ich bin kein Geselle, ich bin kein Meister, sondern ich bin Handwerksgehilfe und ich glaube, dass ich in dieser Firma meinen Dienst leisten kann mit dem, was ich eben halt in der Einrichtung, in der Werkstatt, im Berufsbildungsbereich gelernt habe. Wir haben dann weiter überlegt, wie müsste denn so ein Qualifizierungsplan aussehen? Das ist schon nicht ganz einfach und wir haben dort ein Qualifizierungsportfolio entwickelt und haben gesagt, es sind nicht nur die fachlichen Kompetenzen, die irgendwo in einem Betrieb gefragt werden. Die Kammern haben uns berichtet, dass sie hohe Abbrecherquoten haben und dass auch in ihren Konzepten, in den Regelausbildungen mittlerweile sehr viel auf soziale Kompetenzen geachtet wird. Und wir haben dann versucht, unser Qualifizierungsportfolio so aufzustellen, dass darin Selbstkompetenzen, Fachkompetenzen und soziale Kompetenzen enthalten sind. Und wir haben auch einige Beispiele, das sehen Sie auf dieser Karte auch, gebracht, wie wir das machen. Und im unteren Bereich haben wir auch Methoden entwickelt, wie wir glauben, dass man solche Dinge durchsetzen kann. Und wir müssen sagen, dass das sehr gut gelungen ist und dass damit die Kammern auch sehr zufrieden waren, weil die Kammern uns immer wieder gesagt haben, bitte versucht nicht irgendwie einen Abklatsch einer Ausbildung zu machen, sondern es ist auch wert, für diese Menschen etwas Eigenständiges zu konzipieren und auch umzusetzen. Ich habe hier wir sind zurzeit akkreditiert in 5 Bereichen, und zwar Gartenbau und Hauswirtschaft. Das sind die akkreditierten Bereiche, die wir mit der Landwirtschaftskammer durchsetzen konnten. Die Gewerke Maler, Holz und Metall haben wir mit der Handwerkskammer umgesetzt und Gastronomie und Lagerlogistik, das sind Bereiche, die wir mit der IAK umgesetzt haben. Wir haben bei uns im Bereich alle Kammern mit im Boot und ich will Ihnen aber noch ein bisschen zum Weg erzählen, weil das sehr, sehr schwierig war, weil Kammern da
sehr Acht drauf geben, dass ihre Regelausbildung in keinster Weise irgendwo ja, in Mitleidenschaft gezogen wird. Oder sie wollten ganz deutlich, dass wir eine eigene, etwas Eigenständiges für unsere Teilnehmer aufbauen. Und das war uns eigentlich auch ganz recht. Das, was für die Akkreditierung erforderlich war, waren auf der einen Seite die Durchführungskonzeption, die jede Werkstatt vorhalten muss, letztendlich auch eine Werkstattkonzeption, die Trägerzulassung, dann die ISO 9000, damit auch deutlich wird, dass hier ein Qualitätsmanagement im Hause ist. Und vor allen Dingen, was Ihnen wichtig war, waren die beruflichen Qualifikationen der Bildungsbegleiter. Das heißt also, man hat schon Wert darauf gelegt, wenn eine Hilfskraft im Bereich Holz tätig wird, dass dann auch ein Handwerksmeister diese Qualifizierung durchführt. Daran war auch nicht irgendwo zu diskutieren. Also das waren schon auch ganz deutliche Vorgaben, die wir einhalten mussten. Man wollte auch unsere Einrichtung sehen. Das heißt, man ist durch die Einrichtung gegangen. Man hat die Räumlichkeiten beguckt, man hat den Maschinenpark beguckt. Nicht, dass dort irgendwo letztendlich in der Ecke eine Dekupiersäge steht und das soll eine Tischlerei sein. Also damit haben sie sich nicht zufrieden gegeben, sondern es sollte schon auch wie in einer Holzwerkstatt aussehen. Dann musste ein Qualifizierungsplan erarbeitet werden, der in der Regel bei uns zwischen 200 und 250 Items enthält, die dann in der Zeit, wo jemand im Berufsbildungsbereich ist, absolvieren muss. Und ich habe Ihnen hier mal so ein paar Inhalte gebracht. Das Wichtigste, was wir in den letzten Jahren erfahren haben, ist eben halt schon der Arbeitsschutz. Alles, was mit Arbeitssicherheit zu tun hat, kann sich jemand frei in einem Betrieb bewegen, ist die Mobilität, da muss auch vielleicht nochmal ein Mobilitätstraining einsetzen, weil das Ziel ist ja schon auch möglicherweise auf einem Außenarbeitsplatz tätig zu werden. Aber es gehören auch solche Dinge dazu wie Hygiene, Pünktlichkeit und viele Dinge mehr, die im Bereich der Selbstkompetenzen zu Hause sind. Und uns war es auch wichtig, dass in diesem Qualifizierungsplan, das ist eine Besonderheit, darf sich der Teilnehmer dann zwei Maschinen aussuchen, die er besonders gut bedienen kann, die dann auch in seinem Zertifikat erwähnt werden. Das könnte zum Beispiel im Gartenbau sein, der Rasenmäher und die Heckenschere, sodass er auch wirklich sich dann auf zwei Dinge konzentriert und nicht irgendwo die ganze Vielfalt an Maschinen für jemanden dort gewählt wird, weil das häufig zu viel ist. Und uns war es wichtig, lieber weniger, aber dafür gut und sicher und auch, dass er das dann auch beherrscht. Das ist so ein Ausschnitt aus so einem Qualifizierungsrahmenplan, weil die Kammer sich auch bereit erklärt haben, jetzt sind nicht alle von ihren Leistungen her so gut, dass sie auch alle mit Erfolg oder sehr guten Erfolg bestehen können, dass da quasi auch die Teilnehmer, die an dieser Qualifizierung teilgenommen haben, auch eine Teilnahmebescheinigung bekommen und die wird auch von der Handwerkskammer mit unterschrieben. Dieser Qualifizierungsplan ist quasi auf der rechten Seite, da gibt es noch so eine Excel-Tabelle, die da weitergeführt wird, mit einem Punktesystem hinterlegt. Und er muss quasi in den 24 Monaten, die er hat, eine gewisse Punktzahl erreichen, um sich dann zu einer Erfolgskontrolle anmelden zu können. Wir haben für alle Punkte haben wir noch nicht, da muss ich ehrlich sein, weil das schon ein ziemliches Unternehmen ist. Für viele der Punkte, die im Qualifizierungsplan auftauchen, haben wir entsprechende Unterweisungen entwickelt, die dem Bildungsbegleiter als Unterstützung dienen, die aber auch der Teilnehmer bekommen kann und sagen kann, das habe ich gemacht, das weiß ich und das beherrsche ich ganz gut. Unsere Teilnehmer haben eine sogenannte Zukunftsmappe, in der sie dann auch ihre, ich sag mal, Dinge, die sie schon erledigt haben, abheften können und auch zu Hause zeigen können. Das kann ich hier und das finden auch Eltern und Angehörige sehr gut, dass dort so gezielt auch bestimmte Dinge mit ihren Kindern oder Angehörigen geschult werden. Das ist zum Beispiel eine
Erfolgskontrolle, die am Ende nach 24 Monaten Berufsbildungsbereich durchgeführt wird. Dort tauchen dann auch die Maschinen wieder auf, die er in den Zeiten geschult bekommen hat. Dies ist aus dem Metallbereich, das ist eine Schmiege. Und hier sind Bohrarbeiten, Schleifarbeiten, Sägearbeiten dabei und auch manuelle Tätigkeiten. Und so eine Prüfung dauert in der Regel insgesamt einen halben Tag. Und er muss in diesem Tag einmal einen theoretischen und einen praktischen Teil absolvieren. Und wie Sie sicherlich aus diesem Chart auch sehen können, also auf Arbeitssicherheit legen wir ganz, ganz großen Wert, weil wir ja versuchen, für den Teilnehmer irgendwo einen Platz in dieser Welt zu finden. Und da ist es uns schon sicher, dass er sich dort auch sicher bewegen kann. Und er bekommt Fragen zum Fachlichen. Und dann hat er eine gewisse Zeit, in der er letztendlich dann die praktische Arbeit durchführen kann. In der Regel werden solche Stücke auch mit der Kammer vorher besprochen, dass man sie auch vorstellt, welche Arbeiten gemacht werden sollen, wie sie gemacht werden sollen. Und häufig sind die dann auch ein Stück weit individuell, weil nicht alle den gleichen Maschinenpark haben. Und das ist eigentlich etwas ganz Tolles, was sich da entwickelt hat. Wir sind jetzt nicht nur als Einzelwerkstatt mehr unterwegs. Mittlerweile haben sich diesem Modell in unserer Region 20 Werkstätten angeschlossen, die alle dasselbe Qualifizierungsverfahren anwenden. Und auch die Kammern im Umkreis haben dort alle bislang zugestimmt. Ist manchmal schon ein schwieriger Weg, das kann ich nicht anders sagen. Aber wenn sie es denn geschafft haben, sind sie ganz stolz. Wie gesagt, in einem theoretischen Teil, der vorab ist, werden die Fragen gestellt. Und in einem zweiten Teil werden sie dann bei uns in der Werkstatt auf die Prüfung hingewiesen. Es ist schon so, dass auch bei dieser Prüfung, darf ich nicht sagen, Erfolgskontrolle, Entschuldigung, es ist schon so, dass diese nicht von unseren Bildungsbegleitern durchgeführt wird, sondern wir machen das im Tausch. Das heißt also, dass eine Nachbareinrichtung zu uns kommt, ein Meister kommt zu uns und der begleitet quasi dann die Prüfung. Und in der Prüfung ist es auch so, wenn dort entsprechend Verständigungsschwierigkeiten sind oder eben halt auch Schwächen im Lesen oder Schreiben da sind, darf eine pädagogische Fachkraft aus dem Haus Hilfestellung geben oder es werden auch die Fragen vorgelesen. Also diese Hilfestellungen sind alle erlaubt und das ist auch möglich. Ich hatte ja vorhin gesagt, nach 24 Monaten ist dann diese Qualifizierungsmaßnahme abgeschlossen. Und jeder Teilnehmer entscheidet sich dann, ob er an dieser Erfolgskontrolle teilnimmt oder nicht. Einige sagen auch, nein, das kann ich nicht, schaffe ich nicht. Es ist aber nicht so, er kann sich gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal melden und die Prüfung dann nachholen. Und wir melden ihn dann später nach bei den Kammern und er geht dann, was weiß ich, in der Regel führen wir einmal im Jahr diese Qualifizierungs- oder diese Erfolgskontrollen durch. Und das ist mittlerweile ein ganz tolles Prozedere, was sich da entwickelt hat. Die Eltern sind ganz stolz, wenn sie das erste Mal ein Zertifikat von ihren Kindern oder auch Angehörigen überreicht bekommen, denen sie wirklich das erste Mal in ihrem Leben ihre Leistungsfähigkeit beschrieben bekommen haben. In diesem Zertifikat wird, genau wie an einem Gesellenbrief, auch unterschieden mit Erfolg oder sehr gutem Erfolg oder eben halt, ob jemand teilgenommen hat. Und ganz wichtig ist natürlich der Stempel von der Kammer, der dann unten drunter ist. Und wir haben mit den Kammern auch ein System entwickelt, dass bei uns auch die Kreishandwerkerschaften dort involviert sind und auch Werbung machen. Und ich kann schon sagen, dass wir mittlerweile aus unserer Einrichtung über 130 Personen in Firmen integriert haben, in teilautonomen Arbeitsplätzen arbeiten haben. Also das ist schon ein Riesenerfolg und wir machen auch eine Art Freisprechung, wo dann die Teilnehmer, wenn sie dann das Zertifikat erhalten haben, auch Angehörige mit einladen dürfen und
die Kreishandwerkerschaft bei uns überlegt sogar, ob sie nicht bei der nächsten Gesellenfreisprechung unsere Teilnehmer mit auf die Bühne holt. Also das ist schon ja, so langsam, aber sicher entwickelt sich etwas. Und mit dieser Folie komme ich auch schon so langsam zum Ende. Behinderte Menschen oder wie soll ich euch ansprechen, Rainer oder Sabine oder wie auch immer. Wir würden ganz gerne, dass auch die Leute sagen können, ich bin Handwerksgehilfe und wir über Behinderung an der Stelle nicht mehr sprechen müssen. Wer Interesse bekommen hat oder überlegt hat, Mensch, das könnte vielleicht auch für uns etwas sein, der kann sich gerne, ich habe hier hinten noch eine Adresse, kann sich gerne bei uns melden. mail@vitus.info Oder vielleicht auch Anregungen geben. Also wir freuen uns über jeden, der in diesem Bereich mitwirkt. Weil eines kann ich schon sagen, wenn bei uns eine Freisprechung stattfindet, wenn Sie dann den Stolz der Teilnehmer sehen oder erleben könnten, das ist wirklich ein Riesen-Event und ein wirklich gefühlsbetonter Abend, wo ganz viele Tränen fließen, sowohl bei den Eltern als auch bei den Teilnehmern, die das erste Mal in ihrem Leben etwas Eigenständiges, was sie sich selbst erarbeitet haben, in der Hand halten können. Und das ist schon was Tolles und wir sind ganz froh, dass wir diesen Weg gegangen sind. Es gibt sicherlich viele andere auch noch. Aber dieser Weg ist ganz toll für unsere Teilnehmer und unsere Teilnehmer haben uns das auch rückgemeldet, weil sie sagen, endlich können wir unsere Leistungsfähigkeit zeigen. Endlich sind wir nicht mehr nur, was weiß ich, Beschäftigte aus einer Werkstatt, sondern wir sind Handwerksgehilfen. Und es ist sicherlich so, da gebe ich vielen recht, dass nicht alle Teilnehmer diese Qualifizierung nutzen können, weil schon, ich sage mal so, von der Leistungsfähigkeit her auch etwas erwartet wird. Aber nichtsdestotrotz, die, die es schaffen, sind ganz glücklich und freuen sich, irgendwo Teil dieser Gesellschaft sein zu dürfen, mit der Bezeichnung Handwerksgehilfe oder Hilfskraft. Jo, das soweit erstmal von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Herr Münzburg, für das eindrucksvolle Plädoyer. Sie haben jetzt auch noch mal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Schreiben Sie uns in den Chat. Wir haben da noch 2-3 Minuten Zeit für. Und solange, Herr Münzburg, sagen Sie doch mal, wie viele Teilnehmer haben denn jetzt so eine Qualifizierung schon abgeschlossen? Also in den letzten Jahren, wir sind vor 6 Jahren, haben wir begonnen und mittlerweile haben in unserer Region Südwesten Niedersachsen haben über 100, wenn ich das richtig weiß, so um die 160 Teilnehmer diese Qualifizierungsmaßnahme durchlaufen und auch den Abschluss erreicht. Und wir können schon sehen, es ist ja, ich habe irgendwann mal Schmied gelernt, wenn man ausgelernt ist, ist man noch nicht sofort derjenige, der auf dem Arbeitsmarkt so gesucht wird. Man muss sicherlich auch seine Gesellenjahre irgendwo sammeln und wir merken aber schon jetzt nach einigen Jahren, dass die Nachfrage sehr hoch ist und auch die Bereitschaft der Firmen sehr hoch ist, diese Teilnehmer zu nehmen, weil sie sich darauf verlassen können, dass sie in dem Bereich einen Mitarbeiter bekommen, der da auch seinen Mann steht. Und uns war es wichtig, dass es auch nicht etwas, wir können ja mal ein Auge zudrücken oder so ist. Nein, es ist schon so, dass diese Leistung dann auch erbracht werden muss. Ja, wirklich spannend. Also 160, das ist schon ordentlich. Ja, bisher sind keine Fragen eingegangen, Herr Münzburg. Ich kann Ihnen sozusagen keine Frage noch zusätzlich stellen. Liebes Publikum, Sie wissen, Sie können aber im Nachgang Herrn Münzburg erreichen. Die Kontaktdaten haben Sie gerade gesehen. Ja, wir machen jetzt eine Bildschirmpause von 10 Minuten und würden uns dann um 17.04 Uhr hier wiedersehen. Dann geht es weiter mit 2 weiteren spannenden Vorträgen. Bis dahin schonen Sie bitte die Augen.